Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Joshua Wong wurde heute zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate verurteilt. Dieser Mann ist Anfang 20, und wir müssen wohl davon ausgehen, dass die Kommunistische Partei sich neue Vorwürfe gegen ihn ausdenken wird, um ihn so lange wie möglich hinter Gitter halten zu können. Joshua opfert seine persönliche Freiheit, seine Lebenszeit, weil er trotz allem immer noch daran glaubt, dass Freiheit, das Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie in Hongkong eine Zukunft haben können. Und Joshua, der steht stellvertretend für so viele tausende Gesichter in dieser Hongkonger Freiheitsbewegung. Und wenn Joshua darüber schreibt und davon spricht, dass Hongkong das neue West-Berlin ist, dann will er uns damit klarmachen, dort in Hongkong, da kristallisiert sich gerade der globale Werte- und Systemwettbewerb unserer Zeit. Und da geht es um jeden Meter, den der autokratische digitale Überwachungsstaat der Kommunistischen Partei Chinas an Einfluss gewinnt. Für die Weltgemeinschaft, für uns geht es hier um die Verteidigung unserer Werte und unserer liberalen Ordnung. Für die Menschen in Hongkong geht es um alles. Liebe Regierungsfraktionen, es ist schön, wenn wir von Ihnen hören, was Sie gerne tun wollen. Aber wir sehen es überhaupt nicht in Ihren Anträgen. Und ich würde gerne, wir als FDP würden gerne von Ihnen wissen, interessiert Sie dieses Thema so wenig, dass Sie nicht in der Lage sind, etwas Eigenes vorzubringen? Die Grünen haben hier heute zwei Anträge eingereicht. Die FDP-Bundestagsfraktion hat bereits seit innerhalb eines halben Jahres zwei Anträge eingereicht. Einen davon diskutieren wir hier heute Abend. Aus den Regierungsfraktionen kommen nicht mehr als warme Worte. Und das ist peinlich für dieses Haus und für die Worte, die Sie auf dem G20-Gipfel, auf dem G7-Gipfel in Europa, in Brüssel, bei sämtlichen Gipfeln so sprechen. Ich muss sagen, wir glauben, dass Ihnen da außenpolitisch wirklich die Puste ausgeht. Und der einzige kleine Lichtblick in dieser Woche, der war gestern mit der gemeinsamen Abschlusserklärung der G7 zu Hongkong. Eine für Montag geplante Ratsschlussfolgerung der EU zu Hongkong, die ist leider an Ungarn gescheitert und am Einstimmigkeitsprinzip. Und ich muss Ihnen sagen, mir fehlt die Fantasie, mir einen Außenminister Maas gerade vorzustellen, der sich bei den G7 für eine möglichst scharfe Variante, eine möglichst scharfe Botschaft eingesetzt hat, der alles dafür getan hat, dass Ungarn mitmacht bei dieser Erklärung. Und man versteht auch nicht mehr, wie eigentlich Ihre China-Politik aussehen soll, liebe Bundesregierung. Während der Außenminister die G7-Erklärung unterschreibt, lobt die Kanzlerin wiederum öffentlich noch letzte Woche das Investitionsabkommen bei den Konsultationen mit China und konterkariert gerade diese gemeinsame EU-Linie, zu entscheiden, dass das Abkommen erstmal auf Eis gelegt wird. Ebenso, und das ist mein letzter Punkt, ein fataler Eindruck der Indifferenz, wenn wir uns beispielsweise die BNO-Passports, die British National Overseas Passports, angucken, wo Fehler unterlaufen sind bei dem Gewähren von Schutz für Hongkonger, die hier Zuflucht gesucht haben. Wir Freie Demokraten stehen an der Seite der Menschen in Hongkong, die für Freiheit kämpfen, die wir hier garantiert sehen. Und wir werden die Bundesregierung weiterhin in die Pflicht nehmen, das auch zu tun, solange bis sie Haltung zeigen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Jensen. Sie stehen nicht zum Reden an, Frau Kollegin Dattel. Nächste Rednerin ist die Kollegin Sevim Dagdelen, Fraktion.